Da hat Simon ein bisschen vor, einige wahrscheinlich schon als Würstchen geworfen, so schnell wollten wir uns noch nicht verabschieden. Wir wollten natürlich noch die Möglichkeit einräumen, Fragen zu beantworten, selbstverständlich. Also, ja. Sehr gerne. Also, das ist ja wieder Konzept an. Ich bin City Design Engineer mit der 30 Jahre Berufserfahrung. Ich sage mal, die Idee hier absolut top. Das ist, was die Welt braucht, das bringt die Welt vorwärts. Das ist richtig super. Ich sehe von meiner Warte aus, das wird ein absoluter Erfolg. Meine Frage ist, Sie haben einen Businessplan gemacht auf Anfang. Ich bin mit etlichen Erfahrungen, ich schaue das Ganze an mit einem Businessplan und ich stelle fest, wie ist es möglich, einen Businessplan zu erstellen, wo du weißt nicht, welche Fördermittel du bekommen kannst. Ja? Weil wenn du weißt Bescheid, was deine Möglichkeiten sind, du machst jetzt zum Beispiel einen Businessplan, die sieht ganz anders aus. Und das ist die erste Frage. Die zweite Frage, von deinem Businessplan, wo du dich hergestellt hast, wie hat das gepasst zum Schluss? Weil ich kann meine Idee sehen, der Businessplan muss man ganz einfach halten, weil das kann man einfach nicht sehen, was passiert in der Zukunft. Ja, das ist richtig. Erstmal vielen Dank für das Kompliment zu unserem Projekt. Ja, ein Businessplan ist letztendlich kein statisches Papier, sondern ein dynamisches. Ja. Man muss eben immer weiterentwickeln mit den Erfahrungen, man macht, man muss wieder einarbeiten. Im besten Fall, wenn wir ehrlich sind, haben wir das auch ein bisschen vernachlässigt, weil wir uns auf die Entwicklung konzentriert haben. Aber im Idealfall wird der Weg weiter gestiegen. Ja. Und das heißt auch nicht, dass man nicht gründen darf, nicht starten darf in der Entwicklung, solange kein Businessplan da ist. Das ist natürlich nicht richtig. Ja. Er hilft nur schon ganz am Anfang, die Idee vielleicht ein bisschen ja, in Richtung Geschäftsmodell zu bringen. Und man kommt auf Fragen, die man vielleicht nicht gesehen hätte, wenn man einfach anfängt und loslegt mit der Programmierung. Das ist so ein bisschen eine Leitlinie, aber jetzt zu viel Zeit, der Businessplan zu denken, halte ich auch nicht für sinnvoll. Ja. Zumal auf Investoren auch in der Regel nicht wirklich komplett gelesen wird. Das ist unsere Erfahrung. Ja, gerade diese 36 Monats Kosten sind natürlich eine gute Fantasie. Man, solange nicht weiß, welche Umsätze generiert wird, welche Aufwände durch Mitarbeiter generiert wird, kann man da immer was einschalten. Von dieser konzeptuellen Geschichte, dass man sich die Strukturen anschaut, dass man schaut, welche Abhängigkeiten können bestehen, ist es, glaube ich, auch ein wichtiges Werkzeug, um sich selbst nochmal zu versichern und sich selbst nochmal richtig zu überzeugen, wenn man sich für 3, 5 Jahre entscheidet, an einer Sache zu arbeiten. Der Businessplan ist eigentlich erstellt, weil die Betriebswirtschaft, Banken und so weiter so was sehen möchte. Ja? Die wissen natürlich auch, dass es pure Fantasie ist. Ja. Das ist einfach sinnlose Arbeit, meiner Meinung nach. Aber wenn du das tatsächlich gemacht hast, dann hast du diese Vision zu präsentieren, hast du überhaupt was genutzt? Sind die Gelder geflossen oder irgendwas? Also, was hat denn insofern was gebracht? Dass wir was Vorzeichen hatten, weil auf Grundlage der Businessplan konnte man dann Börsen-Best-Case-Szenarien erstellen, auf Grundlage der Lernung, die man dann verhandelt hat, die eine Grundlage braucht man. Es ist letztendlich bei uns nicht zum Abschluss gekommen, weil ja, letztendlich das letzte bisschen im Einberuf gefehlt hat. Ja. Auf der anderen Seite hatten wir die Finanzierungszusage von der Bank, was das da halt auch nicht selbstverständlich ist. Und zwar letztendlich dann aber da auch das Risiko nicht zu hoch, weil wenn wir das gemacht hätten auf Grundlage des Businessplans, man eben Beträge in Höhe von 150.000 Euro aufnahm, wird man natürlich auch als GmbH-Gründer komplett privat haftet. Das wollten wir nicht, deswegen haben wir gesagt, wir treiben das Projekt, solange es irgendwie möglich ist, ohne weitere Finanzierungsmöglichkeiten oder Maßnahmen voran. Aber die Banken wollen den Businessplan sehen und da hätte er auch gebracht, wir hätten dann unterschreiben können. Das ist jetzt zurzeit sehr günstiges Geld, aber auch das muss man so sein. Ja, vielleicht kann man ja zwei, drei Worte noch zur Strategie sagen, dass das jetzt gesetzt ist und im Anfang wird. Wir verkaufen jetzt schon Zahlen, von Zahlen und sehr viel zufrieden gefunden. Von der Finanzierung haben wir das jetzt alles selber geschuldet und die nächsten, gehen wieder wirklich vor. Die nächsten Schritte sind halt einfach, dass wir jetzt schon für strategische Partner finden. Leute, die jetzt im Dentalbereich den Markt sehr gut kennen, vielleicht auch schon Vertriebsstrukturen haben und die dann an unserem Geschäftsmodell beteiligen. Da muss ja nicht unbedingt Kapital fließen, aber einfach die Möglichkeit, den Vertrieb zu outsourcen zum Beispiel. Oder eben auch strategische Partner für andere Branchen. Unser Ziel ist ja nicht, uns noch die Dentalbranche zu konzentrieren, sondern jetzt innerhalb der nächsten 6 Monate spätestens
auch andere Branchen oder andere Ärztegruppen anzugehen. Und da bräuchten wir dann auf jeden Fall einen strategischen Partner, der uns sagt, hallo, bei den Veterinären sieht es aber so aus, wir nutzen die Produkte anders, aber da gibt es andere Strukturen. Ja, ich habe eine Frage, und zwar habt ihr gesagt, dass ihr sozusagen halbtags gearbeitet. Wann habt ihr euch dazu entschieden, nicht mehr halbtags zu arbeiten? Und wann habt ihr euch dazu entschieden, ein Büro anzugehen? Also ich arbeite immer noch halbtags, weil ich irgendwie den Lebensunterhalt stemmen muss. Der Angelo ist auch teilweise immer noch als Freelancer unterwegs, aber sehr, sehr eingeschränkt mittlerweile. Wann haben wir uns das entschieden? Es war, ja, also mit der Halbtagsgeschichte, das ist bei mir jetzt. Eigentlich mit ganz anderen Dingen beschäftigen, nämlich mit den Zähnen und weniger mit irgendwelchen
Weltgeschichten, aber speziell jetzt auf andere Branchen oder Bereiche euch ausdehnen können, kennt ihr schon eure Konkurrenten, wenn es die nicht in den zahnmedizinischen Bereichen gibt, aber in diesen anderen Bereichen? Ja, vielleicht kann ich da was zu sagen. Warenwirtschaft ist ein uraltes Thema, genauso wie Essen auch ein uraltes Thema ist. Und trotzdem gibt es jeden Tag neue Köche, die aufstehen und dann Innovationen entwickeln. Unsere Innovation findet an einem ganz wichtigen Punkt statt. Diese Warenwirtschaft, die wir gemacht haben, ist eigentlich nur so ein Beiwerk. Der Knackpunkt ist, dass wir den Marktplatz mit anbieten, mit integrierten Preisverkauf. Das heißt, die klassische Warenwirtschaft sagt dir, hallo, Produkt XY solltest du demnächst nachbestellen. Unsere Warenwirtschaft sagt dir aber gleich, wo du das am günstigsten Markt bekommst und macht im Idealfall dann schon die Bestellung halbautomatisch fertig und musst dann auf einen Knopf drücken. Wir kennen ein bisschen die Zahlen aus anderen Branchen, also wie viel da Verkaufsmaterial jährlich umgesetzt wird. Wir haben aber keine explizite Konkurrenzanalyse bis jetzt durchgeführt, weil wir uns am Anfang auch auf die Zahlen konzentriert haben. Und froh sind, wenn wir da den Markt einigermaßen gut bearbeitet kriegen, dann stehen wir schon wieder da und haben eine gute Zeit, uns Gedanken über das machen, welche Branche es weitergeht. Brauchen wir Mikro oder? Ganz kurz noch ein Nachschieben. Sind da eure Zahlen Kunden nur die Zahnärzte oder sind das auch die, die eben in der Online-Warenwirtschaftsvergleichsplattform promotet? Ja, also Modernisierung ist zweistufig. Einmal in der Zahnarzt, wie Sie schon gesagt haben, sind Beteiligung an dem Umsatz, was eigentlich die größere Brocken ausmacht. Ja. Also denke ich, dass solche Strukturen, die entstehen ja auch in anderen Städten, da wirklich eine echte Stütze sein können.